Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Farmers Dynastie. Timer starten und los geht's hier. Die wilde Luzi, haben wir ja noch ein bisschen was vor hier. Zack, zack und zack. So, also ich habe die letzte Folge analysiert, das hat funktioniert. Darum hoffe ich, dass auch diese Folge nicht stagniert. So, beziehungsweise der Ton. Denn die Qualität ist ja jetzt auf einem deutlich gehobeneren Level. Ich hoffe mal, dass es dann auf YouTube dann auch so aussieht. Denn das Problem ist ja, YouTube konvertiert nochmal runter. Sitze ich eigentlich mittig? Mal gucken, so, ja, so, passt schon. So, Mikrofon könnte ich ein bisschen näher rannehmen oder so, ja. Ja, wie gesagt, YouTube, wenn man was hochlädt, konvertiert das Ding ganz schön runter. Die brauchen ja auch ein bisschen, ja, müssen auch gucken, wo sie hinkommen mit ihrem Platz, denn an diesen unfassbaren Mengen, was da auf YouTube hochgeladen wird, das ist schon heftig. Ja, und deswegen regelt YouTube das Ganze, rendert das quasi nochmal, das Video, und regelt das dann noch ein bisschen runter. Das heißt, ich sollte das in absoluter Top-Qualität hochladen. Wenn ich das in schlechter Qualität hochlade, dann regelt YouTube das nochmal ein Stück runter und dann sieht es nachher furchtbar aus. Das ist geschehen in der Folge 4 bis 9. In den Folgen 4 bis 9, glaube ich, die waren qualitativ nicht sehr schön. Als ich mir da eine angeschaut habe, da hat mich schier der Schlag getroffen. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass da irgendwas verstellt ist. So, das heißt nämlich, ich habe schon mit verminderter Qualität aufgenommen. Mit OBS war was falsch eingestellt. Und ich habe da mit schlechter Qualität aufgenommen. Die rohe Folge, also quasi ohne Kommentar dazu, beziehungsweise ohne Mikrofonaufnahme, unkonvertiert, war schon nicht schön optisch. Und schwupp, so 9600 Kilo. Und es wird langsam dunkel, habe ich so das Gefühl. Wie viel ist denn? Oh, und wir müssen mal, oh, wir müssen mal was essen. Ganz vergessen. Ganz vergessen, was zu essen. Würzige Kürbissuppe und noch eine Zucchini hinterher. Da haben wir 230 Stück an Bord. Oh ja, es ist schon 17.14 Uhr. Das heißt, wir sollten hier mal fertig werden. Aber das ist noch ganz schön viel, also ich glaube, wir machen morgen weiter. Sprich, wir gehen jetzt erstmal hier, ich parke den mal dahin. So. Mal aussteigen. Okay. Ich war gerade in meinem Kipper drin. Ich bin in meinen Kipper ausgestiegen. Das kann nicht gesund sein. So, ich renne mal eben nach Hause, gehe mal eine Runde schlafen. Und dann geht's hier morgen weiter. Also im Spiel morgen. Wir sind ja jetzt schon hier in der nächsten Folge. Ja. Was wollte ich noch sagen? Achso, ja, die Qualität, genau. Die muss halt dann, wenn ich... War da gerade irgendwas am Rödeln? Nö. Wenn ich halt hochlade, dann muss das qualitativ sehr hochwertig sein. Weil YouTube das, wie gesagt, nochmal runterregelt. Und irgendwas ist da schiefgelaufen, da war schon die Aufnahmequalität nicht so der Hit. Die Rohdatei war schon nicht sonderlich gut anzuschauen. Und dann nach dem Rendern war nochmal ein Stück weniger. Und dann sah das auf YouTube nicht schön aus. Deswegen habe ich jetzt was umgestellt. Jetzt ist die Rohdatei eigentlich, sieht eigentlich fast ganz genauso aus, wie ich es im Spiel sehe. Und da hatte ich dann aber das Problem, dass der Ton wieder hinterher gehinkt ist. Warum auch immer. Und in einer Folge, ich glaube, war das in der Folge 105? Da war ja der Ton ganz furchtbar. Das war ja, da hat sich ja irgendwo aufgehängt und immer den gleichen Sound gespielt. Die Soundbug-Folge, deswegen gab es dann ja auch damals, vor dieser langen Zeit, gab es dann ja auch noch gleich die zweite Folge regulär quasi um 13 Uhr. Hinterher, weil einfach diese Soundbug-Folge furchtbar war und ja auch ein Tag zu spät kam.
Das war die Entschuldigungsfolge quasi. Dann die andere. So. Und ja, ich hoffe mal, dass ich das jetzt wieder einigermaßen in den Griff gekriegt habe. Denn, huch, ja, wie gesagt, da war ja, der Ton war ja total durch den Wind, da war ja irgend so eine Endlosschleife vom Traktorgeräusch die ganze Zeit zu hören. Und ja, sowas sollte nicht passieren. Aber ich weiß nicht, woran es liegt, das ist das Problem. Irgendwas rödelt im Hintergrund und dann zieht es mir die Tonspur nach hinten raus. Wenn das von Anfang an gleich ist, dann ist es kein Problem. Dann kann ich das synchronisieren einigermaßen. Aber es ist nicht von Anfang an. Es ist am Anfang noch synchron und läuft erst dann hinten raus. Manchmal hatte ich auch schon Folgen, da war es gleich von Anfang an asynchron. Das habe ich dann aber zu spät gemerkt und da waren sie schon gerendert und dann, ja. Bin ich dann auch so, dass ich dann teilweise mir sage, jetzt alles nochmal machen und dann ist wieder ein ganzer Tag im Eimer und dann komme ich wieder nicht dazu zum Aufnehmen. Wenn ich einen Tag lang Folgen rette, dann sage ich mir auch, wisst ihr was, diese zwei, drei Folgen, die sind jetzt halt ein bisschen asynchron. Ist kein Weltuntergang. Wenn ich jetzt damit hier mein Geld verdienen würde, dann würde die Sache vielleicht anders aussehen, aber es ist, wie gesagt, bisher nur ein Hobby für mich und dann sage ich mir, ist schon in Ordnung. Kann man verkraften. Ich bin jetzt kein Riesen-YouTuber. Ich habe keinen Ruf zu verlieren, sage ich mal. Noch nicht. Es wäre zwar schön, wenn ich irgendwann mal einen Ruf zu verlieren hätte, aber ja. Entweder passiert's oder es passiert nicht. Je nachdem. Das ist wie mit der Gülle hier. Entweder passiert's oder passiert's nicht. Wenn die Kühe nicht kacken, dann gibt's keine Gülle. Und wenn die Kühe kacken, dann gibt's halt Gülle. So läuft das im Leben. Ja, ja. Warum? Warum schwebt das Stroh eigentlich so? Oh, was machen eigentlich meine Kürbisse? Sehe ich von hier. Die kümmerlichen paar Pflänzchen, ja. Machen noch nicht viel. So, also Heinz, ne? Das werde ich dann mal ausprobieren, wenn es regnet. Mal oben die Luken aufmachen. Und wehe, das stimmt nicht. Ich sag's dir, wehe. Mein Spaß. Ist schon in Ordnung. So. Achso, du könntest mal in die Kommentare schreiben, woher du das alles weißt. Ob du selber Farmers Dynasty spielst oder ob du dich da informiert hast. Oder ob du da extra googelst deswegen, wenn ich die Fragen stelle. Das würde mich auch mal interessieren. Kannst du mal dazu schreiben. So, zack und zack. Und zack. Und ihr anderen seid natürlich auch herzlich eingeladen zu kommentieren. Schreibt, was euch in den Sinn kommt. Wenn ihr Fragen an mich habt, schreibt es auch rein. Ich werde es in der nächsten Folge dann quasi, oder in der übernächsten, je nachdem, ihr wisst ja, ich muss immer ein bisschen vorproduzieren, also ich werde es aber auf jeden Fall beantworten. Ich schreibe mir so Zeug auf und habe dann hier zum Beispiel, wie das mit den Lupinen, habe ich hier auf einem Zettel stehen und ja, dann werde ich es erwähnen, deswegen könnt ihr gerne auch mich Sachen fragen, wenn es jetzt nicht allzu persönliche Dinge sind. Und auch da kommt es halt einfach drauf an. Also manche Sachen sage ich, manche Sachen sage ich einfach nicht und fertig. Und nicht, weil ich jetzt eingeschnappt oder eitel oder sonst irgendwas bin oder Geheimniskrämer oder sonst irgendwas. Hä? Steht da noch was hier? Da so. Da war gerade noch was gestanden. Oder es war eine optische Täuschung, könnte auch sein. Ja, dann hat es einfach die Bewandtnis, wenn ich was nicht sage, weil es halt einfach meins ist. Es geht dann halt einfach niemand was an. Das ist wie, keine Ahnung. Was machst du so auf dem Klo? Gut, das will wahrscheinlich auch keiner wissen, aber selbst wenn es jemand wissen wollen würde, würde ich sagen, es ist meine Sache. Auf dem Klo, da sitze ich normal für gewöhnlich allein und deswegen soll das auch so bleiben. So. Also wie gesagt, ihr seid gern eingeladen, herzlich eingeladen, zu kommentieren, zu fragen, zu schreiben. Denn ich lese gern Kommentare. Und freue mich auch über Reaktionen von euch. Was ich alles wieder falsch mache, wenn ich wieder cheate, zum Beispiel. Oder so. Aber das Thema ist für mich beendet. Und ich hoffe, wir...
ich mag keine Cheater oder ich hasse Cheater oder wie er heißt, weiß es jetzt nicht mehr genau, auch. Und damit sind wir dann alle wieder Freunde und alles ist wieder gut und ich werde nicht mehr cheaten. Zumindest so lange, bis ich dann halt das nächste Mal der Meinung bin, dass es Zeit wird zu cheaten. So. Ja. Verdammt, jetzt habe ich wieder damit angefangen. Ich wollte nicht mehr damit anfangen. Für mich ist beendet das Thema und damit ist gut. So. Was war denn noch? Irgendwas war denn noch? Oh, reicht es? Ich fahre lieber nochmal ein Stück ran. Ich will das Zeug nicht auf den Boden kippen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, man kann es auch auf den Boden kippen. Das wäre nicht so gut. Das Zeug, das gute Erbse, die gute Erbse. 10.800 Kilo. 10,8 Tonnen. Und wir haben noch sehr viel vor uns. Zack und zack und zack. Aber naja, das Zeug muss runter vom Feld. Denn das Feld muss ja neu kultiviert werden. Und ich will ja auch bald mal den anderen Mähdrescher kaufen. Und dafür brauchen wir ordentlich Kohle. So. 95% Sprit ist noch im Tank. Im Tank dieses alten, gammeligen, rostigen, furchtbaren Geräts. Aber naja, gut, er macht das, was er soll. Er drescht und er mäht. Also zuerst mäht er und dann drescht er. Oder drischt er gleich? Ich habe keine Ahnung. Heinz, du weißt, ja, was du zu tun hast? Nein, Spaß. Ja, so ist das. Wunderbar. Warum guckt ihr eigentlich nicht... kann ich ja jetzt mal so fragen. Warum guckt ihr eigentlich meinen Kingdom Come Deliverance nicht? Alle, die jetzt hier diese Folge Farmers Dynastie gucken, warum guckt ihr nicht Kingdom Come Deliverance? Das würde mich mal interessieren. Was passt euch an dem Spiel nicht? Ich finde es irgendwie cool. Also, nicht nur irgendwie, ich finde es eigentlich echt cool. Macht sehr viel Spaß. Ist zwar teilweise ein bisschen seltsam, aber storymäßig und ja gut, es ist, mein Gott, es ist halt ein RPG, ein Roleplay-Game, oder? Nennt sich das so? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Mittelalter ist schon irgendwie cool. Und das mit der Grafik habe ich ja dann auch irgendwann in den Griff gekriegt, die war ja dann auch besser. Aber es wird nicht geguckt, ihr guckt es nicht, ihr wollt es nicht sehen. Das wundert mich so ein bisschen. Weil eigentlich macht es mir echt viel Spaß. Und nicht, dass ihr was verpasst, so meine ich. Weil hier guckt ihr auch ordentlich zu und habt offensichtlich auch Spaß dran. Und da wundert es mich halt, dass ja keiner irgendwie Kingdom Come guckt. Ist auch manchmal ganz lustig. Denn die zwei Sachen wird es noch eine Weile geben. Und zwar mindestens bis zum 12. Juni. Denn da kommt Jurassic World Evolution. Und das wird eins von beidem ablösen. Je nachdem, was bis dahin dann nicht mehr so viel Spaß macht. Und ja. Da ist es dann auch so... Jurassic Park Evolution, ja, Jurassic World, ist ja abgeleitet dann vom Jurassic Park. Es kann mir keiner sagen, dass er Jurassic Park nicht kennt. Jurassic World vielleicht nicht, weil das ist ja schon der vierte Teil. Aber Jurassic Park kennt eigentlich jeder. Sollte eigentlich jeder kennen. So, Dino, weil es gibt ja, glaube ich, sonst keinen Dino-Film, außer irgendwas mit Godzilla. So, was so mit Dinos richtig zu tun hat, weil Godzilla ist ja kein richtiger Dino. Godzilla ist ja, weiß ich nicht, was Godzilla ist, irgendwie ein japanisches Ungetüm. Oder koreanisch oder was auch immer. Ist mir auch relativ Wurst. Aber es ist definitiv kein Dino. Godzilla ist kein Dino. Könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Denn Dinos schießen nicht mit
Feuer oder Blitzen oder Strom oder was das Ding auch alles so machen kann. Ist irgendwie so ein... Kam, glaube ich, auch mal in irgendeinem der Godzilla-Teile, dass es so ein Weltraumviech war oder ist oder irgendwie sowas. Ein Alien-mäßiges. Auf jeden Fall ist Jurassic Park eigentlich der Film to be. Der Dino-Film schlechthin. Also es gibt sonst keinen richtigen Film über Dinos, der so geil gemacht ist mit Steven Spielberg als Regisseur bis zu den letzten Teilen hin. Dann hat es, glaube ich, jemand anders gemacht. Mit Michael Crichton, der die Bücher verfasst hat. Ich habe das Buch gelesen, tatsächlich. Ich habe das Buch vorm Film gelesen. Das gibt's bei mir sehr selten, dass ich mal... Voll schräg gefahren. Dass ich mal ein Buch zu einem Film lese. Meistens gucke ich den Film und lese dann danach das Buch. Und denke dann, toll, warum haben die den Film so gemacht? Das Buch ist doch ganz anders. Also nicht ganz anders, aber im Buch, da hat man dann immer eine eigene Vorstellung, wie das alles aussieht und so, wie die Personen aussehen und wie die ganze Story läuft. Und meistens sind die Bücher besser, weil die eigene Fantasie, die schlägt halt nichts. Da ist Halligalli angesagt im Kopf. Und da kann halt meistens der Film dann nicht mehr mithalten. Aber bei Jurassic Park war es halt echt so, da habe ich zuerst das Buch gelesen. Und danach den Film gesehen und ich dachte mir, ja. Also das Buch hat mich vom Hocker gerissen und der Film auch. Also war beides gut. Das war zwar anders dann, aber der Film war trotzdem, hat auch meine Erwartungen getroffen. Er war halt sehr viel detaillierter als das Buch, finde ich. Im Buch wurden einige Details nicht so schön ausgearbeitet wie im Film. Und ja. Gut, ich will jetzt aber eigentlich hier nicht über Jurassic Park reden. Mir geht es einfach nur darum, zu sagen, dass ich Jurassic Park spielen werde. Und da ist es mir dann völlig egal, ob ihr es guckt. Also, denn das ist so ein Ding, das ist wie wenn ich jetzt Star Wars spielen würde. Irgendwelches Star Wars Teile. Es gibt ja genug Spiele von Star Wars. Oh Gott. Voll. Ich kenne Star Wars, ich habe die ersten drei Teile, für mich sind es die ersten, weil sie kamen als erstes raus. Da gibt es ja auch sehr viele Diskussionsstoff, sehr viele Diskussionsthemen, Kontroversen und so weiter, aber ja, das ist was anderes, da will ich mich jetzt gar nicht drauf einlassen. Also ich habe auf jeden Fall die alten Teile, die es noch auf VHS gab. Die habe ich alle gesehen und fand das auch ganz toll und so. Hab das auch eine Zeit lang sehr gehypt. Oh, er blinkt 90% und er fängt an zu blinken. Geil. Aber, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel besagtes Star Wars oder Stargate oder Raumschiff Voyager oder sowas spielen würde, würde ich damit natürlich nur einen kleinen Teil der Community treffen, sage ich mal. Und zwar die, die halt Star Wars mögen. So, genauso ist es natürlich bei Rennspielen und so weiter. Aber ich denke mal, bei so Spielen wie... Ja, insgesamt bei Spielen ist es, glaube ich, die... Also Spielen, die nichts mit irgendeinem bestimmten Marketing-Thema, mit einer bestimmten Marke. Star Wars ist eine Marke. Jurassic Park ist auch eine Marke. Farming und da so Aufbaustrategiemäßiges, das ist keine Marke, das ist halt ein Genre. Aber Star Wars oder Jurassic Park ist jetzt kein Genre, sondern halt, ja gut, je nachdem in welchem, also bei Star Wars eher so First-Person-Shooter und bei Jurassic Park, Jurassic World Evolution ist es halt dann eher so Strategie, beziehungsweise ja doch Strategie von oben, bauen so ein bisschen Minecraft-mäßig und okay, Minecraft kann man nicht sagen, nee. Also für Minecraft müsste man sich sehr weit aus dem Fenster lehnen, um das damit zu vergleichen. Ich sag mal Sims. Ja, Sims trifft es ganz gut. Beziehungsweise Rollercoaster Tycoon oder City Dingens da, was ich gespielt habe. Wie heißt es denn? Sim City? Nein. City Tycoon.
Mir fällt es gerade nicht ein. Ich gucke hier gerade auf die Dingens. Ihr wisst, was ich meine. Habe ich Let's Played und dann hat es mir den Spielstand gelöscht, als ich formatieren musste oder irgendwas war. Ich glaube, was vom Formatieren. Ich weiß nicht mehr warum. Oder wo ich die Platte gewechselt habe. Ich glaube, ich bin auf SSD umgestiegen und dabei hat es mir dann irgendwo einen Spielstand gelöscht. Irgendwie so war es. Und dann habe ich es nicht mehr weitergemacht mit Dingens, mit Arsch. Nein, nicht Arsch, Dingens. Hoden. Hodenschweiß. Oberhodenschweiß, genau, so hieß es. Ja, ja, genau. Oberhodenschweiß hieß mein Städtchen. Oberhodenschweiß, Unterhodenschweiß und so weiter. City Skylines. Cities Skylines, so heißt es. Jetzt habe ich es auch zusammengekriegt. Ja, wunderbar. Und so ähnlich ist dann quasi Jurassic World Evolution auch. Ist, glaube ich, sogar vom gleichen Macher. Also, nee, vom Macher von Rollercoaster Tycoon. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch die gleichen sind wie die von City Skylines. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht überfülle. Oh, 97%. Ich glaube, dann können wir es dabei belassen. Muss ich den nicht nochmal voll machen. Aber fahre ich den schon mal wieder an den Ort des Geschehens. Hier so. Kann ich hier stehen lassen. Nimmt ja kein Moos, wenn er hier steht. So. Und der hier blinkt wieder, weil er voll ist. Das ist geil. Das ist ein cooles Feature. Das gefällt mir sehr gut. Das hat ja... Hat das nicht sogar der Rote gehabt? Ne, der Rote hatte das nicht. Genau, stimmt. Das hatte nur der. Aber schon bei dem grünen Hänger. Wenn der voll war, hat er geblinkt. Wahrscheinlich, weil er dann krass überladen ist oder so. Wer weiß. Huch. Naja. Ja. Wie gesagt, schreibt doch mal in die Kommentare, warum ihr denn nicht Kingdom Come Deliverance gucken wollt. Was euch daran stört. Einfach nur rein informativ. Ich bin da euch nicht böse. Jeder hat das, was er gern gucken will, das guckt er. Aber rein informativ, ob was dabei das Problem ist. Ob ich da das zu schlecht spiele oder ob ich da, weiß ich nicht, mich nicht genug rein versetzt, da nicht genug rollenspielmäßig dahinter bin oder so. Ich kann Sachen ändern. Das ist gar kein Thema. So, keine grundlegenden Dinge, so wie ich halt nun mal spiele, so spiele ich halt nun mal, aber vielleicht kann ich mir daran ein bisschen Beispiel nehmen oder so. Also schreibt es einfach mal in die Kommentare, warum Kingdom Come Deliverance so wenig geguckt wird. Und, ja. Keine Ahnung. Sonst habe ich bestimmt auch noch was gefragt. Aber ich weiß schon nicht mehr. Ich bin gerade ein bisschen... Es ist auch schon wieder spät. Es kann auch schon wieder sein. Und ich habe Durst. Ach, gut. So, ja. Und dann würde ich sagen, machen wir hier eine kleine Folgenpause mit dem blinkenden Lindner Geotruck. Und ja. Sehen uns dann wieder morgen, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Farmers Dynasty. Und wie gesagt, wie immer. Nein, auch nicht wie immer. Wie soll ich denn das nennen? Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sei einfach mal so. Frei raus. So. Und wie gesagt, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht's mir gut. Ciao.